Unirim den beiden Hymnen. Începem evenimentul cu intonarea celor două imnuri, al Germaniei și al României. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Schillerhaus, das Haus der deutschen Minderheit in Bukarest, zur Feier des Tages der deutschen Einheit. Stimate Doamne, stimați Domni, bine ați venit la Casa Schiller, Casa Minorității Germane din București, la sărbătorirea Zilei Unității Germane. Wir begrüßen Herrn Klaus Christian Ohlas von der Deutschen Botschaft, der für die deutsche Minderheit in Rumänien zuständig ist. Wir begrüßen auch Frau Cosmatu Gertrud, Unterstaatssekretärin im Department für interethnische Beziehungen der rumänischen Regierung und Herrn Dr. Klaus Fabricius, Vorsitzender des Regionalforums Altreich. Salutăm pe domnul Klaus Christian Ohlas, de la Ambasada Germană, Departamentul pentru Cultură și Minoritatea Germană, pe doamna Cristiane Gertrud Cosmatu, subsecretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României și pe domnul dr. Klaus Fabricius, președintele Forumului Regional, Regiunea Extracarpatică. Wir bitten Herrn Klaus Christian Ohlas ein paar Worte zu diesem für Deutschland wichtigen Tag, uns zu sagen. Rugăm pe domnul Klaus Ohlas să ne spună câteva cuvinte despre această zi atât de importantă pentru Germania. Ja, liebe Frau Dulliu, ganz herzlichen Dank für dieses herzliche Willkommen. Verehrte Frau Staatssekretärin, verehrter Herr Dr. Fabricius, liebe Anwesende, liebe Angehörige der deutschen Minderheit und alle diejenigen, die sich der deutschen Sprache und Kultur verbunden fühlen. Und ein herzlicher Gruß auch an die Vertreterinnen und den Vertreter der Presse. Es ist eine, finde ich, sehr schöne Tradition, dass das Altreichforum und das Bukarester Forum jedes Jahr zur Feier anlässlich des Tages der Deutschen Einheit einlädt und sogar ganz rücksichtsvoll den Termin
mit der Botschaft abstimmt, weil da immer Rücksicht zu nehmen ist, auch auf andere Veranstaltungen. Und ich danke Ihnen sehr für die Einladung und für die Gelegenheit, heute kurz zu Ihnen zu sprechen. Ja, in diesem Jahr haben wir kein rundes Jubiläum zu feiern. Das war im letzten Jahr, als wir ein Vierteljahrhundert deutsche Einheit gefeiert haben. In diesem Jahr sind es nun 26 Jahre, also man könnte sagen zweimal die Primzahl 13, aber das wäre dann doch vielleicht etwas zu weit hergeholt. Es ist erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht. Ich glaube, das empfinden wir alle so, wenn man zurückblickt und sich vergewissert, dass es tatsächlich schon über ein Vierteljahrhundert her ist, dass die deutsche Einheit in Frieden und Freiheit vollendet wurde. Und noch länger, nämlich schon, jetzt muss ich rechnen, 27 Jahre seit dem Fall der Berliner Mauer. In unserem Beruf ist es ja so, dass man entweder zu Hause am Sitz des Außenministeriums dient oder halt im Ausland. Und ich war 1989 noch in Deutschland, damals in Bonn, na klar, in der damaligen Hauptstadt. Und ich weiß noch, als die Mauer fiel, gab es viele Anrufe auch von Kolleginnen und Kollegen, die im Ausland waren und sagten, Mensch, großartig, du bist jetzt da und bekommst das alles mit. Naja, erstens war ich ja nun in Bonn und nicht in Berlin und außerdem gerade auf Dienstreise in Brüssel. Aber auch das ist mir unvergessen, dieser Moment, als sich die Nachricht eben verbreitete, dass die Mauer geöffnet war und als dann damit ja die Ereignisse ihren Lauf nahmen. Die deutsche Einheit ist bekanntlich nicht vom Himmel gefallen. Sie war natürlich ein Ziel, auf das die deutsche und die westliche Politik hingearbeitet haben. Die Vollendung der deutschen Einheit in Frieden und Freiheit stand ja in der Präambel des Grundgesetzes auch drin. Aber ich glaube, das muss man freimütig bekennen. Man hat es immer wieder beschworen, dieses Ziel, aber so wirklich daran geglaubt, dass unsere Generation oder die Generationen, die eben in dieser Zeit die Geschicke bestimmten, das noch erleben würde, das hat wahrscheinlich dann doch niemand so richtig, dass es so schnell kommen würde. Und natürlich, die Einheit hat viele Mütter und Väter, aber entscheidend war sicherlich eine klare Vision, eine klare Perspektive und eine klare Strategie und dann natürlich kluge Diplomatie, wie wir alle wissen, die dann eben das eigentlich doch für viele unfassbar gehaltene Ergebnis möglich gemacht hat. Auch jetzt in diesem Jahr hat man verschiedentlich von Politikern gehört, die Einheit sei immer noch nicht vollendet, es sei immer noch nachzuarbeiten und es gab natürlich auch, das haben Sie sicher mitbekommen, jetzt anlässlich der Einheitsfeiern, die in diesem Jahr in Sachsen stattfanden, in Dresden auch unschöne Ereignisse am Rande, die in der Tat zeigen, dass so ein Prozess nie abgeschlossen ist und dass permanent nachgearbeitet werden muss. Und natürlich ist die deutsche Einheit auch nicht nur ein Glücksfall für Deutschland gewesen, sondern sie hat ja im Grunde die europäische Einigung dann erst möglich gemacht und ist insofern auch schicksalhaft für Rumänien gewesen. Und nun leben wir alle in freien Gesellschaften und sind aufgerufen, doch gelegentlich innezuhalten in unserer schnelllebigen Zeit, in der man zum Vergessen neigt. Und insofern sind solche Jahrestage doch wirklich eine gute Gabe, weil sie uns anregen, zurückzudenken, sich zu erinnern und auf diese Weise aus der Erfahrung der Vergangenheit Kraft und Ideen und Inspiration zu schöpfen für das, was wir mitgestalten wollen. Denn wir sind ja als Bürgerinnen und Bürger freier Gesellschaften aufgerufen, mitzugestalten. Wir können uns nicht darauf zurückziehen, dass der Einzelne ja doch nichts ausrichten kann und dass die da oben oder wie auch immer man das nennen will, doch alles alleine beschließen. Nein, wir müssen alle, jeder und jede an ihrem und seinem Platz, unseren Anteil leisten an der Gestaltung der Zukunft für uns selbst und für die Generationen nach uns. Und sei es nur, dass wir an demokratischen Wahlen teilnehmen und unser Wahlrecht wahrnehmen. Und ich habe mir sagen lassen, dass in Rumänien in diesem Jahr ja auch noch gewählt wird. Also auch an dieser Stelle ein Appell an uns alle, dieses Datum im Auge zu behalten und unsere staatsbürgerliche Verpflichtung
denn als solche würde ich es doch gerne betrachten wollen, dann auch wahrzunehmen und ihr zu entsprechen. Wie gesagt, es ist eine schöne Tradition, dass wir uns heute zur Feier der Deutschen Einheit hier getroffen haben. Ich wünsche uns und Ihnen allen einen angenehmen Abend, ein nettes und angeregtes Beieinandersein, gute Gespräche und danke Ihnen nochmal ganz herzlich für die Einladung. Nicht ohne natürlich die Grüße des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland, Werner Lauck, und insbesondere auch des Referats für Kultur, Bildung und die deutsche Minderheit an unserer Botschaft Ihnen ganz herzlich auszurichten. Herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf und auf einen schönen Abend. Vielen Dank, multum infamos. Und jetzt, wir bitten Frau Christiane Cosmatu, auch das Wort zur Feier des Tages zu ergreifen. Și acum o rugăm pe doamna Christiane Cosmatu să ia cuvântul. Sehr geehrter Herr Olas, stimate doamne, stimați domni, membri și nemembri ai Forumului Democrat German din București. Ich muss in erster Reihe Ihnen, weil Sie jetzt Ihr Land hier vertreten, einen herzlichen Dank aussprechen. Wenn wir zurückdenken, was uns die Wende gebracht hat und wie viel Unterstützung wir von deutscher Seite erfahren haben, insbesondere im Schulwesen, das, was mir am ehesten am Herzen liegt, aber nicht nur, auch die Unterstützung der deutschen Minderheit überhaupt, die vielen gemischten Regierungskommissionen mit immer besseren Ergebnissen, für all das, was wir seit 1990 wahrhaben konnten, bedanke ich mich ganz herzlich und bitte Sie, das auch auszurichten. Am mulțumit în mod deosebit pentru sprijinul de care ne-am bucurat din partea Germaniei, atât noi ca minoritate germană în România, dar și eu, în mod special ca dascăl la origine. Învățământul în limba germană a fost și este sprijinit, pentru că fără programul de trimitere de cadre didactice din Germania, fără sprijin în formare și multe, multe alte lucruri, deci nu e cazul acum să le înșir pe toate, cred că am fi avut dificultăți. Împreună am gândit și am clădit reforma în învățământul cu predare în limba germană. Mă refer în mod special la acest lucru, pentru că de acest lucru m-am ocupat circa 25 de ani în Ministerul Educației înainte de această funcție. Acum, Departamentul pentru Relații Interetnice, cei care vin mai des, cunosc activitatea noastră, suntem practic o curea de transmisie pentru toate cele 20 de minorități autohtone, deci cele care erau la formarea statului național pe teritoriul României. Sper să avem ocazia să ne întâlnim mai des și în cadrul adunărilor Formului Democrat German, cei care sunt membri sau cei care sunt simpatizanți, bineînțeles, și ne bazăm mult pe deosebitul interes pe care îl aveți pentru activitățile pe care le desfășurăm. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Și acum dau cuvântul domnului dr. Klaus Fabricius, care va deschide expoziția sa O zi la Hamburg. Und jetzt, Herr Klaus Fabricius, wird seine Ausstellung Einen Tag in Hamburg eröffnet. Sehr geehrter Herr Olas, sehr geehrte Frau Duliu, sehr geehrte Christiane,
ich darf so sagen, wir sind seit vielen Jahren gut bekannt. Molți stimate, stimate Doamne și Domn. Das Ereignis, die Ereignisse in Deutschland haben auch beigetragen, dass Rumänien die Wende geschafft hat. Eu aș vrea să spun că evenimentele din Germania au contribuit în mod substanțial ca să aibă loc schimbările și în România. Der Fall der deutschen Mauer hat ganz neue Dimensionen gebracht, auch wenn der Tag der deutschen Einheit ein Jahr und ein Monat später erst stattgefunden hat. Auch für Deutschland war der Prozess nicht so einfach. Es kam noch zur rechten Zeit, denn noch lebten Geschwister hier und drüben. Wenn noch mehr Zeit vergangen wäre, wäre die Einheit sicher, sicher viel schwerer gefallen. Aș vrea să spun numai că căderea zidului din Berlin a deschis și pentru țara noastră drumul pentru schimbări, chiar dacă unificarea Germaniei a avut loc un an după, fiindcă și acolo au fost greutăți și acolo nu a fost un proces simplu. Eu am spus că a venit la timpul potrivit, fiindcă încă mai trăiau în cele două Germanii frații. Dacă ar mai fi trecut mult timp, ar mai fi fost mult mai greu acest proces. Astăzi ne bucurăm și ceea ce ne-a adus acest lucru, în primul rând, libera circulație. Cine credea înainte de 89 că vom putea circula cu cartea de identitate prin comunitatea europeană și să vedem frumusețile Germaniei? Spun că acest lucru ne-a adus în primul rând libera circulație, că cine se gândea că înainte de 89 că vom putea circula în Uniunea Europeană cu cartea noastră de identitate, nici măcar nu mai avem nevoie de un pașaport. Atât am vrut să spun doar pentru aceste, pentru să spunem ziua aniversară de astăzi, du fiert zu dem Tag der deutschen Einheit, und nun einige Worte zu Hamburg und zu der Ausstellung. Hamburg, die Hansestadt, der Hafen, das Land mit seinen 1,79 Millionen Einwohnern, ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands und die achtgrößte Stadt der Europäischen Union. Der Hafen gehört zu den 20 größten Containerhafen der Welt. In Hamburg ist der Sitz des Internationalen Seegerichtshofes, aber auch die Spitzentechnologie der Luft, und Raumfahrttechnik. Spunke Hamburgo, orașul Hanseatic, da, Porto, Landu, fiindcă Hamburg nu este numai un oraș, ci este și un land în Germania Federală, cu 1,8 de milioane de locuitori, este al doilea oraș ca mărime din Germania, al optelea oraș ca mărime din Comunitatea Europeană și portul este unul din cei 20 de porturi mari ai lumii de containere. Hamburg este atât sediu pentru Curtea Internațională a Mării lor și este și locul tehnologiei de vârf pentru aeronautică și pentru aerospațial, fiindcă să nu uităm că în Hamburg este uzina principală care construiesc Airbus-ul. Da. Hamburg liegt in Norddeutschland, an der Mündung der Alster und in die
in die Unterelbe, die fast 100 Kilometer weit von der Nordsee ist. Hamburgo, deși este un oraș portuar, nu este situat pe malul mării, ci se găsește la 100 de kilometri de depărtare de mare, la acolo unde Alsterul se varsă în Elba inferioară. Als Hansestadt seit 1241 blühte Hamburg durch den Freihandel auf. Davon zeugen bis heute wertvolle Kulturdenkmäle wie die Speicherstadt aus der Zeit der Industrialisierung und das angrenzende Kontorhausviertel von der UNESCO 215 als Weltkulturerbe eingestuft. Die Urkunde wurde der Stadt dieses Jahr im Juni überreicht. Hamburgo, orașul hanseatic, a înflorit deja din 1241 prin comerțul liber și din acele timpuri încă adică stau dovadă silozurile și depozitele care astăzi sunt monument UNESCO, cultural UNESCO, și anul acesta s-a decernat diploma pentru acest eveniment. Hamburg ist nicht nur eine Handels- und Industriestadt, sondern auch ein attraktives Tourismuszentrum in Deutschland. Mit über 100 Millionen Tagesbesucher pro Jahr. Zu den Zielen der Besucher gehören die Hamburger Innenstadt, der Hafen, die moderne Hafencity samt der Elbphilharmonie, St. Pauli und der sündigen Reeperbahn, historische Wahrzeichen wie der Michel, das Rathaus und St. Nikolai. Hamburgo nu este numai un oraș comercial și industrial, ci este și un centru turistic foarte atractiv în Germania. Există peste 100 de milioane de vizitatori de o zi în Hamburg, adică cei care nu sălășluiesc mai mult decât o zi în Hamburg. De acolo și titlul expoziției de astăzi, O zi la Hamburg. Daher von den Besuchern, von den 100 Millionen Tagesbesuchern, auch der Titel der heutigen Ausstellung, Einen Tag in Hamburg. Und alle Bilder, die Sie in der Ausstellung sehen, sind an einem Tag fotografiert. Și toate pozele care le vedeți în această expoziție sunt fotografiate într-o singură zi. Bineînțeles că turiștii vin în acest oraș pentru a vizita city-ul, adică orașul vechi, pentru a vizita orașul vechi cu Biserica Sfântul Mihail, cu Biserica Sfântul Nicolae, cu vechea primărie, da, care sunt să spunem, edificii speciale pentru acest oraș, dar și pentru distracție, cum ar fi Partierul San Pauli sau Reeperbahnul, care este plin de distracție și de la care vedeți că sunt și câteva străzi în care certifică acest lucru. Hamburg hat über 60 Theater, mehr als 60 Museen, internationale bekannte Galerien, bedeutende Messen, wichtige Sportveranstaltungen und wir dürfen nicht vergessen, dass nach New York und London Hamburg der drittgrößte Musikstandort der Welt ist. Hamburgo are 60 de teatre,
peste 60 de muzee, galerii cunoscute internațional, sunt târguri, evenimente sportive importante și să nu uităm că Hamburgul este cel de-al treilea centru pentru musicaluri după New York și Londra. Să nu uităm că Beatles s-au lansat la Hamburg și nu în Anglia. Da. Beatles haben ihr erstes Konzert und sind berühmt geworden in Hamburg und nicht in England. Ja, in ihrem Heimatland. Ja. Eine Stadt wie Hamburg bietet tausende Fotomotive. Ja, die zu entdecken, war einer meines Tagesziele. Hamburg offre mii de motive pentru un fotograf să le descoper, a fost sarcina mea de o zi. Ich glaube, das genügt und wir können damit die Ausstellung eröffnen. Cu asta cred că putem deschide expoziția. Vielen Dank, mulțumesc foarte mult. Și aș invita pe domnul Dumitriu să ne spună câteva cuvinte despre această expoziție. Doamna Fonoș Paula mă aduce aminte că după cei care iubesc distracția pe Reeperbahn petrec toată noaptea, atunci dimineața se duc la Târgul Peștelui, unde, care deschide dis de dimineața, unde se găsesc foarte multe delicatese și ca să se dreagă după noaptea petrecută. Da. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Ich danke noch einmal für die Aufmerksamkeit. Paula Fonoș hat mich noch erinnert, dass ja und dass nach dass nach einem langen Treiben in auf der Reeperbahn in der Früh die Besucher von Hamburg dann auf den Fischmarkt gehen, der ganz früh öffnet und wo man wunderbare Delikatessen findet. Er ist in der Altstadt in Altona. Ja, kommt, gehört auch zu den Sehenswürdigkeiten von Hamburg. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, domnule președinte al Forumului German de Dincoace de Carpați, dar și domnule președinte al Clubului Laica, ce înseamnă libertatea pentru noi? Iată, ne-a dat posibilitatea să pornim în căutarea timpului pierdut. Deci libertatea ne-a adus posibilitatea să intrăm în, să căutăm, să recuperăm timpul pierdut. Die Freiheit hat uns die Möglichkeit gegeben, die verlorene Zeit aufzuholen. Dumneavoastră, ca cercetător renumit, sigur, se simte în ceea ce faceți, că aveți o putere de analiză, urmăriți ansamblul și căutați să intrați în profunzime. Și ce interesant că disciplina și educația ca cercetător și pasionat de fotografie vă face să nu ratați nici măcar o zi. Bewirkt, dass sie nicht mal einen einzigen Tag sich zu verlieren gönnen. Și așa ajungem să recuperăm timpul pierdut. Und so wird die verlorene Zeit aufgeholt. Eu apreciez foarte mult ich schätze sehr faptul că dumneavoastră priviți cu atâta sensibilitate, dass Sie mit großer Sensibilität die Dinge betrachten, atât ansamblu cât și detaliile din tot ceea ce descoperiți, sowohl das Ensemble als auch die kleinen Details,
Și bucuria este cu atât mai mare că reușiți să ne aduceți și nouă. Umso größer ist die Freude, als Sie diesen Beobachtergeist auch zu uns hier in den Raum bringen. Cei care nu avem posibilitatea să ajungem. Also uns, die wir nicht die Möglichkeit haben, einen Tag in Hamburg zu verbringen. Revenind la libertatea care s-a creat în 1989. Wir kommen zurück zu der Freiheit, die 1989 für uns entstanden ist. Și pentru mine a însemnat auch für mich primul pas în lumea occidentală. Bedeutete das den ersten Schritt in die westliche Welt? Și ca o bucurie a sorții am fost la Frankfurt. Und als Freude meines Schicksals war ich in Frankfurt. Și vreau să vă spun că am stat 20 de minute într-o intersecție. Und ich stand 20 Minuten lang an einer Straßenkreuzung. Și nu puteam să cred că poate fi atâta disciplină. Weil ich so beeindruckt war von der Disziplin der Autofahrer dort. Și atâta respect față de cel so viel respect vor dem anderen. Fiindcă cel de pe banda 1 dorea să treacă pe banda 5 și nimeni nu claxona. Denn wenn die Leute die Fahrspur wechseln wollten, dann geschah das diszipliniert und niemand hat gehupt. Ne bucurăm, vă admirăm, apreciem ceea ce faceți. Wir bewundern sie, wir lieben das, was sie tun. Și sigur îmi doresc sincer să ajungem să facem și ceva împreună când va fi posibil. Und ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann mal, wenn es möglich wäre, auch etwas gemeinsames tun. Felicitări. Glückwunsch. Și mulțumim. Und vielen Dank. Și la mulți ani, Germania. Und alles Gute, Deutschland. Mulțumesc, George, pentru cuvintele. Ich danke George Dumitriu für die schönen Worte. Und ich glaube, das nächste Thema für die nächste Ausstellung kann sein die Brücken in Hamburg. Denn Hamburg hat über 2500 Brücken. Mulțumesc lui George Dumitriu și că spun că poate că viitoarea temă a unei expoziții foto sunt podurile din Hamburg, fiindcă Hamburg are peste 2500 de poduri. Da, într-un singur oraș, da. Este normal, cu atâta apă și cu atâta verdeață, sunt nevoie și de aceste multe, multe poduri. Ich sage, für so viel Wasser in Hamburg und für die schönen grünen Lagen in Hamburg braucht es auch viele Brücken. Und das sind eben, wie gesagt, über 2500. După ce vă invit să vizitați expoziția și vă rog, pe masă aveți 5 fotografii diferite, adică sub formă de vedere, și vă rog să vă alegeți una sau mai multe, dacă doriți acest lucru. Auf dem Tisch liegen 5 von den Bildern, die in der Ausstellung sind, und Sie können sie gerne mitnehmen. Die Ausstellung, wie gesagt, ist eröffnet. Und nun, guten Appetit. Da, Carmen. După Carmen Copriș. Da. Ja, man hat mir gesagt, als Organisatorin soll ich Sie einladen. Bitte schön, Sie haben ein Buffet. Und nachdem Sie die wunderbare Ausstellung besichtigen, möchte ich Sie dann einladen zum Tisch und ich möchte noch sagen, dass wir heute Frau Rottler im Saal haben. Herr Rottler, der Mann von Frau Rottler, ist Ehrenpräsident des Laika Clubs in Bukarest. Și spun că ne bucurăm că avem că avem în mijlocul nostru pe doamna Rottler, soțul ei este președinte de onoare a Clubului Laica din București, adică din România. Da, eine Hamburgerin.